Damit hätte wohl niemand gerechnet. Ausgerechnet Frohnatur Jörg Pilawa erschütterte 2018 mit einer traurigen Krankheitsbekte. Der ehemalige Herzblatt-Moderator ist unheilbar krank. Doch gibt es noch Hoffnung zur Heilung? Sie sitzen stundenlang vor dem Computer, informieren sich über alle Krankheiten. Sie gehen unzählige Male zu Vorsorgeuntersuchungen aus Furcht um ihre Gesundheit. Und wenn das Herz mal schneller schlägt, haben sie gleich Angst vor einem Infarkt. Rund 800.000 Menschen in Deutschland glauben, an einer Krankheit zu leiden, spüren sämtliche Symptome, aber sie sind kerngesund. Einer davon ist ausgerechnet Publikumsliebling Jörg Pilawa. Jörg Pilawa leistet traurige Krankheitsbekte. In seiner damaligen Talkshow Riverboat machte Jörg Pilawa 2018 ein erschütterndes Geständnis. Ich bin Hypochonder durch und durch. Ich darf davon gar nicht anfangen. Ich sehe eine Ärzteserie und dann bin ich krank. Das Publikum reagierte eher belustigt als schockiert. Aber genau das ist das Problem. Eingebildete Kranke werden von ihrer Umwelt meist gar nicht ernst genommen. Dabei leiden sie unter einer schweren psychischen Störung, die nicht heilbar ist. Sie beobachten ihren Körper genau und kreisen gedanklich ständig um ihre Wehwehchen. Morsch enden im Wahn. Lediglich eine Therapie kann dem Gepeinigten etwas Linderung verschaffen. Auch Jörg Pilawas Tochter ist schwer krank. Aus Sorge vor den Reaktionen seiner Mitmenschen hielt Jörg Pilawa seine Krankheit lange geheim. Ob Herzblatt, 2001, 2004, Quizduell, seit 2014, oder Quizzen vor 8, seit 2019. Wann immer der Sympathieträger die Bühne betrat, ließ er sich nichts von seinem heimlichen Leiden anmerken. Doch ausgerechnet die schwere Erkrankung seiner eigenen Tochter Nova brachte ihn erneut zum Nachdenken. Das 2011 geborene Kind leidet an einer rheumatischen Erkrankung, die starke Gelenkschmerzen verursacht. Mittlerweile geht es Nova erfreulicherweise besser, doch wie lange der positive Zustand anhält, weiß niemand. Wir hatten das Glück, dass wir die Krankheit schnell entdeckt haben und sie sehr früh eingestellt wurde. Es geht es ihr gut, sie ist weitgehend schmerzfrei und hat keine Einschränkungen, verrät er Freizeitwoche. Gemeinsam mit seiner Frau Irina verliert er die Hoffnung nicht, dass seine Tochter eines Tages vollständig gesund sein wird. Jörg Pilawa findet Halt bei seiner Frau Irina. Hypochonder sind oft sehr sensible Menschen, genau wie Jörg Pilawa. Erst kürzlich gestand er, bei jeder Kleinigkeit in Tränen auszubrechen. Auch im Job zeigt sich der ehemalige Herzblatt-Moderator meist von seiner weichen Seite. Oft ist der Auslöser für Hypochondrie aber ein Trauma, wie der Verlust eines geliebten Menschen. Der Hamburger war 16 Jahre alt, als sein Vater Joachim die Diagnose Gehirntumor erhielt. Am Ende pflegten er, seine Mutter Ingrid und Schwester Annette den Vater bis zum Tod im Haus. Ist dieses Trauma der Auslöser für Jörg Pilawas Krankheit? Noch heute scheint er den Verlust seines schwerkranken Vaters nicht überwunden zu haben, er spricht oft darüber. Mit Anfang 20 studierte er einige Semester Medizin. Aus Sorge um seine Gesundheit? Wirklich zur Ruhe kommt der vierfache Familienvater wohl nur im Urlaub auf seiner einsamen Insel in Kanada. Hier gibt es keinen Strom, kein Internet und keine Ärzte. Umso erfreulicher, dass sich Jörg Pilawa auch in schwierigen Zeiten stets auf seine Frau Irina und seine vier Kinder verlassen kann.